Willkommen zur neuen Ausgabe unserer Unerhört Sprechstunde von beziehungsweise ja, eurem Online-Magazin für mehr Liebe. Ihr wisst, ich beantworte in Unerhört eure Fragen rund um Liebe, Partnersuche und Partnerschaft. Ihr findet das auch immer online nochmal. Ja, wer bin ich? Ich bin Erik Hegmann, ich bin Paarberater, ich bin Single Coach und ich bin Chefredakteur von beziehungsweise. Unser Fragesteller heute. Er ist 28 und er schreibt, er war noch nie verliebt, beziehungsweise er hat die richtige leider noch nicht gefunden. Er hatte zwar schon jede Menge Dates, aber dieser berühmte Funke, der hat einfach leider noch nie gezündet. Und er will jetzt wissen, woran kann das liegen? Er fragt konkret, was kann ich tun? So, erst einmal allgemein ein paar Zahlen. Also Umfragen zufolge hatten die meisten Deutschen, bis sie das Alter Mitte 20 erreichen, etwa 5 Sexualpartner und mindestens eine längere Beziehung, also eine, die 10 Monate überdauerte. Aber wie das immer so ist bei solchen Zahlen und Mittelwerten, es sind die Ausnahmen, die besonders interessant sind. Also, was sind die Gründe, wenn sich jemand gar nicht verlieben möchte oder nicht verlieben kann? Und weshalb finden manche Singles trotz zahlreicher Kontakte und Affären keine Partner für eine dauerhafte Beziehung? Und natürlich, ist es normal, sich nie zu verlieben? Es mag unterschiedlich ausgeprägt sein bei jedem Menschen, aber der Wunsch und das Bedürfnis nach Bindung, das gehört zum Leben. Das ist sogar letztlich lebensnotwendig, weil Babys ohne Bindung, die sterben. Deshalb ist es auch so prägend für unser Liebes- und Beziehungsleben später, wie unsere erste Bindung abläuft. Das ist die Bindungstheorie. Sind Bezugspersonen für uns da, fragen wir uns. Also müssen wir auf uns aufmerksam machen. Erleben wir Gemeinsamkeit oder erleben wir Einsamkeit? Weinen wir uns in den Schlaf oder werden wir im Arm in den Schlaf geschaukelt? Wer jetzt beispielsweise erlebt hat, um Zuneigung erstmal bitten und betteln zu müssen, der hat später als Erwachsener häufig Probleme damit, ja lieber etwa als etwas Freiwilliges zu sehen, das nicht erst verdient werden muss. Und die Folge, nur Kontakte, um die es sich zu kämpfen lohnt, erzeugen den Wunsch, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Also sich nicht verlieben zu können, hat in solchen Fällen dann mit einem sogenannten ängstlichen Bindungsverhalten zu tun. Die Kandidaten, die sich bemühen, die werden dann nicht wahrgenommen, die werden ausgeblendet oder sie bleiben ja in dieser berühmten Kumpel- oder Freundefalle hängen. Aber sie aktivieren nicht das Bindungssystem. Sie erzeugen nämlich keine Sehnsucht. Warum? Weil sie immer da sind und es gibt auch keine Euphorie. Warum? Weil man sich um die nie bemühen muss. Und dahinter steckt häufig auch noch eine unbewusste Angst vor Nähe. Wer sich nämlich, ja wenn überhaupt, in unerreichbare Kontakte nur verknallt, der sorgt ja durch diese Partnerwahl eigentlich schon bereits vor, dass daraus niemals eine nahe, intensive Bindung entstehen kann. Ist logisch. In der Beratung erlebe ich immer häufiger genau solche Blockaden bei Klienten und das sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Das ist nicht geschlechtsspezifisch. Wer sich jetzt noch nie verliebt hat, der hatte deshalb noch nicht unbedingt noch nie Sex, denn es gibt ja nun auch durch Abenteuer und Affären Sex. Nur ist Sex eben auch vielfältig. Wir haben ihn aus Lust und aus Leidenschaft, wir leben eben unsere Triebe aus. Sex sorgt auch für körperliches Wohlgefühl, wir bauen damit Stress ab, wir möchten vielleicht auch Kinder, eine Familie gründen oder wir erleben alles auf einmal. Und wenn dazu dann noch Verliebtheit kommt, wenn wir tatsächlich körperlich und geistig verschmelzen können und wir miteinander kommunizieren, wie es eben nur Liebende beim Sex können, dann stellt euch vor, dieses Erleben würde euch genommen. Und ich glaube, das ist ein ganz furchtbarer Gedanke für die meisten. Wer also auf eine solche Verschmelzung aus Liebe verzichtet, der muss einen guten Grund haben. In der Beratung höre ich manchmal, ich warte auf die oder den Richtigen. Und wenn ich dann frage, wann man denn weiß, wann es der Richtige oder die Richtige ist, der da vor jemanden steht, dann erhalte ich meist so eine Antwort wie, das werde ich dann schon bemerken. Ganz ehrlich, kann man sich da tatsächlich so sicher sein? Also hören wir mal Langzeitpaaren zu, also jenen, die 30, 40 oder mehr Jahre zusammen waren.
die sprechen nicht von der Liebe auf den ersten Blick. Das hat nicht den Erfolg ihrer Beziehung ausgemacht. Die sprechen davon, dass sie über die Jahre beste Freunde geworden sind. Dass sie sich immer respektieren. Ja, vielleicht auch, dass sie sich nie wirklich gegenseitig eben auf den Sack gehen. Dass sie sich ihr Leben lang bemüht haben, Neues und Bewährtes in ihre Liebe zu pflegen. Und ja, dass sie immer miteinander Geborgenheit fanden. Dass sie aber auch Überraschendes fanden, an das sie sich gemeinsam lange erinnern konnten. Wer jetzt lange warten will auf diesen großen Knall, der verpasst wahrscheinlich die Chance der langsamen Annäherung. Und die ist viel häufiger als eben die Liebe auf den ersten Blick. Und dann, ja, dann gibt es auch noch eine extrem gründliche Form der unbewussten Verliebtheitsverweigerung. Und das sind die eigenen Erwartungen, die Ansprüche und die Anforderungen. Denn wer jetzt die nur hoch genug setzt, der verhindert dadurch ja garantiert, dass einem jemand zu nahe kommen kann. Und der große Vorteil, man selber kann gar nichts dafür. Es sind ja die anderen. Die sind zu unverbindlich, die sind zu oberflächlich, die sind zu langweilig, die sind zu gestört. Also welche Kritik auch immer in solchen Fällen genannt werden mag. Aus ganz vielen Studien wissen wir, zwei Menschen können sich ineinander verlieben, wenn sie einander sympathisch sind und wenn sie genug Zeit miteinander verbringen. Das heißt also, wenn man es zulässt und wenn man nicht insgeheim überzeugt ist, es gebe irgendwo jemanden, der noch besser passt. Sich grundsätzlich nicht verlieben zu können, das muss jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von unbewusster Bindungsangst sein. Aber es kann ein Zeichen sein. Und wenn das lange so geht, würde ich mir das einmal ansehen. Ganz gewiss nicht, weil du nicht auch alleine ein erfülltes Leben haben kannst. Also das ist durchaus möglich, sondern weil du möglicherweise später bereuen wirst, etwas ganz Wundervolles verpasst zu haben. Und dass du dir Sorgen machst, dass du dich bisher nicht verliebt hast, das ist, glaube ich, ein erstes Signal dafür. Und man darf nicht vergessen, so furchtbar lange ist unser Leben nicht. Ich freue mich auf eure Fragen und auf die nächste Unerhört-Sprechstunde.